So, Bestseller-Gedanke aus meinem Buch Feierabend-Blitzrezepte. Pass auf, ich mache für euch Kässpatzen. Und zwar Dinkel-Kässpatzen ganz schnell, ja, völlig unkompliziert. Bestes Dinkelmehl, eine Prise Salz und da rein kommen jetzt Eier von glücklichen Hühnern. Habt ihr gehört? Bio-Qualität muss es sein. Ja, sonst funktioniert es nicht. So, und ich versuche meistens in den Spätzleteig, ja, wenig Wasser zu geben, vielleicht sogar gar kein Wasser. Jetzt wird es so lange gerührt, bis man da einen schönen, leckeren, zähflüssigen Teig bekommt, ohne dass man die Küche komplett einsaut. So, jetzt schaut mal her. Und jetzt muss Luft eingeschlagen werden, so dass der Teig so ein bisschen blasen wird. Perfekte Konsistenz, der muss so richtig zäh werden. Okay, keine Hexerei, ihr habt das gesehen. Freunde, ich zähle auf euch. So schaut die Spätzleteig. Jetzt ein sogenannter Spätzlehobel, den gibt man vorher ein bisschen ins Wasser. Und jetzt kommt der Teig in den Spätzlehobel. Zähflüssig, so muss er sein. Schwuppdiwupp. Und jetzt 3, 2, 1. Okay, kleiner Tipp, in kaltes Wasser einweichen, dann bekommt ihr den Hobel ratzfatz sauber. So, das Wasser habe ich fast vergessen, kommt natürlich ein bisschen Salz. Und jetzt warten, bis die Spätzle nach oben kommen. Komm her. Ich bin hier Allgäuer. Bergkäse. Weißlacker. Appenzeller, wenn man möchte. Und Emmentaler. Ja. Das war toll. 4 Käsesorten in besser Qualität, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, die Spätzle, die kommen jetzt nach oben. Seht ihr das? Die sind schön kernig, lecker. Und jetzt kommen die entweder in so eine Auflaufform oder in eine Pfanne. Ich mache das in eine Pfanne. Da schaut es schön aus. Der Käse kommt dazu. Und ganz wichtig, ein bisschen was von diesem, ja, von dieser Blanchierflüssigkeit. Und jetzt locker aus dem Handgelenk. So, schön warm werden lassen. Warte, bis der Käse schön schmilzt. Es duftet. Kässpatzen ist sowas Geiles, ich kann es euch sagen. Und idealerweise im vorgewärmten Teller. Dann brauche ich noch frisch gemahlenen Pfeffer, ganz wichtig. Und eine Sache, komm, die zeige ich euch noch schnell. Hier. Das ist Zwiebelschmelze. Viel Butter, Zwiebelchen gewürfelt, die Zwiebelchen ein bisschen braun werden lassen. Und dann wird alles gut. Seid ihr bereit? Geil! Eine riesige Portion. Obendrauf kommt dann die Zwiebelschmelze. Und last but not least, frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Ein bisschen Schnittlauch wäre nicht verkehrt, habe ich jetzt aber keinen. Guten Appetit! Hänsel, Blitzrezepte, Feierabend-Blitzrezepte, Bestsellerbuch. Guten Appetit!